Willkommen zurück zu World of Warcraft mit im Moment niemanden, weil ich hier alleine stehe. Die anderen beiden Mitspieler sind da hinten beim Burg-Upgrade, bereiten schon mal den Port für mich vor, weil ich bin zu voll hinzulaufen. Und ich habe ja noch eine Quest zum Abgeben, weil während der Aufnahmepause war Old Gothic zu frei, hat hier unten mal geguckt, da steht hier denn das Bäumchen, Bergriesen, was auch immer Bäumchen. Und ja, er stand da. Und ihr glaubt nicht, wie schnell ich plötzlich da war. Man hätte denken können, hey Mensch, Krieger hat gelernt zu teleportieren, so schnell war ich da. Hab dort dem Old Gothic auch noch den Quest-Loot weggelootet, richtig Genenia-lootet. Und ja, hab dann quasi jetzt eine Quest mehr als die anderen und kann hier eine weitere Folge-Quest abgeben. Und siehe da, kriegen wir dafür eine Belohnung. Ja, ein Achievement! Wuhu! Wow. So. Noch dazu gibt's noch eine Folgequest. Ami, komm mal an eine Noch eine Folgequest? Noch eine Folgequest, ja, die Mammut exklusiv ist, weil die habt ihr nicht. Na, und dann muss ich dann irgendwo. Ach, brichst du jetzt ab? Ja. Ich habe dich abgebrochen. In dem Moment, wo ich draufgeklickt habe, hast du abgebrochen. Der ist doch schon da. Streitet euch. Ach, ist schon da. Ich will Blut sehen. Ich will Blut sehen. Ja, so. Ich muss mal umskillen, bevor wir jetzt reingehen. Ja. Oh, ich habe auch noch einen Talentpunkt. Oh. Ich auch. Was ist das Talentpunkt? Ich glaub's ja nicht. Nee, ich muss den gleich hier irgendwie verschenken oder sowas. Wo packe ich denn den rein? Ich gehe als Ali mit. Darf ich mitgehen? Und Scheiß darfst du. Ja, guck mal, ich bin ein Ali. Ein Lepra-Gnom. Gnome müssen draußen bleiben. Du bist hässlich. Du bist echt hässlich. Ich heil dich nicht. Du bist ja sowieso nicht. Komm, ja, hat er recht. Drauf. Hier, komm. Ich muss ganz gucken, wo. Babs. Da, parieren. Parieren ist nie verkehrt. So. So, das. Mal kurz hier die Sachen anlegen. Jetzt hat er mich platt gemacht. Oh. Was bin ich hier immer der längere? Du guckst aus meinem Rücken raus. Ja, ne? Auch das Auge hinten im Rücken. Hat gewisse Vorteile. Ja. Nicht, dass ich hier gleich hier mein Ding ist. Ich habe aber noch einen besseren Vorteil als hier beide zusammen. Mhm. Ja, du kannst cheaten, du kannst fliegen. Nee, ich kann jetzt den Frauen oder den Röcke gucken. Mhm. Wow. Okay. Ach doch, das ist die Ochse. Okay, gut. Ich bin fertig, komm hier. Ich bin auch so gut fertig. Warte. Wahrscheinlich. So. Und dann habe ich gehört, wollen wir wieder sterben gehen. Ja. Weil Sterben ganz viel Spaß macht. Ich habe schon mal eine Ausdauerrolle drin. Du kannst sagen, wo läufst du denn? Warte. Warte, vielleicht nicht auf Heroisch. Oh. Da kommen wir ja nicht rein. So, jetzt kommst du rein. Heroisch wäre ein bisschen hart. Das wäre, glaube ich, ja. Oh, so. Aber herzlich. Ich übe mal an der Ratte hier. So. Die arme Ratte. Gewonnen. Wow. So. Ja, Baum, ne? Ja, Baum und. Schade. Ja, schade, dass wir dich dabei haben. Nein, so. Das wird schon. Oh nein, er stirbt schon. Ja, du auch. Du weißt es nur noch nicht. Klassiker, oder? Mann, das ist auch schon wieder viel zu lange her, dass wir hier waren, oder? Ist ein bisschen her. So, quasi zwei Level. Ja, so ungefähr. Und dennoch haben wir die Instanz wiedererkannt. Man glaubt es gar nicht. Yay, der erste liegt im Dreck. Wir sind im Bar, wir schaffen das. Ach, sei nicht so zu voreilig, ne? Also das kann noch ziemlich in die Hose gehen. Oh Gott, guck mal, zwei haben wir schon. Okay, ja, jetzt geht's bergauf. Die zwei. Ja, streng dich mal an vom Schaden her. Die Waffen haben wir ja schon. Ja. Okay. Hier da, kommt mal her. Ah, oh, da kommen noch mehr. Also, solange ich die Akku habe, ist das alles nicht schlimm. Wenn ich die Akku verliere, ist Panik. Ja. Ami, lass das. Du bist kein Tank. Ich hau ganz normal drauf. Das würde ich auch sagen. Hab schon lange nicht mehr getankt.
solange wir das hinkriegen und das nicht so ausartet wie im letzten Bloodborne-Stream, wird alles gut. Ja, Death Counter läuft hier auch mit. Ja. Ja, aber wie viel waren es beim letzten Stream? 50? Nein, nicht mal 50. Davor, nee, weniger, der, ne? Der Stream war über 50. Genau. Aber beim letzten Stream hatten wir auch eigentlich nur einen Boss, bei dem ich so viel verreckt bin und der immer noch nicht im Staub liegt. Sekunde Zeit. Okay, war eine Sekunde. Nero würde den nehmen. Gib mir noch 3. Nee, 10 Sekunden. Also was denn jetzt? Haben wir es denn bald? Go, 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 go. Go, go, go. Lauf nicht immer so weit vor, nur weil ich vorlaufe. Ich bin Tank, ich darf das. Wir brauchen Vorläufer. Ihr braucht generell irgendwas. Am besten Medikamente oder sowas. Irgendwas muss es doch geben hier bei eurem Schaden im Kopf. Nee, da gibt's nichts. Nee. Auch nichts von Ratiofarm? Nein. Aber die haben doch so gute Preise und gute Besserungen. Wir sind aber nicht Zwillinge. Ach so. Wir sind zwar beide doof, ne? Aber sehen nicht gleich aus. Ach, manchmal reicht einfach, ne, was im Inneren ist. Oder so. Oder so. Mal gucken, ob ich noch Nützliches an Rollen in der Tasche habe. Ah, so ein bisschen Rollen habe ich, glaube ich, auch noch. Aber ich glaube, ich habe hier auch noch Stärke-Elixier oder Angriffskraft-Elixier oder wie auch immer. Irgendwie sowas habe ich. Hier, nehmen wir mal sowas. Ist eigentlich nur der erste Boss, der wirklich solche Probleme macht. Jo. Und vielleicht der letzte Boss, falls da die Hitbox so rumbackt. Von seinen Extra-Fähigkeiten, wenn er in seine zweite Phase kommt. Aber daheim müssen wir erstmal kommen. Richtig. Du hast schon wieder was vergessen. Nein, ich habe nichts vergessen. Dein Haustier hast du vergessen. Oh, fuck. Nein. So, ich muss gerade hier, ne? Also das ist... Wo ist es denn? Begleiter. Was nehmen wir denn heute? Ja, den nehmen wir. Schön, ah, die ganze Zeit die Akku hatte. Aber keine Mana mehr? So. Geht doch. Hat ein jeder sein Haustier draußen? Perfekt. Ich habe ja nur eins. Ich brauchte nicht so lange suchen. Warum hast du nur eins? Ja, weil ich nur eins hab. Okay. Das ist aber schlecht. Es gibt so viele tolle Haustiere. Ja. Auf dem offiziellen Server suche ich immer noch nach der Höllenbestie. Aber na gut. Kann es sein, dass ich Akku hab? Ja. Nein, hast du nicht. Hatte. Ja, genau. Hey, ich skille unbewaffnet. Oh Gott. Nein, Mammut. Nein, er hat nicht die Waffen geklaut, er hat meine Waffe fallen lassen. Daher kriegst du es aber nicht mehr. Schön, dass sich die anderen beiden nicht für uns interessieren. Das war gut so. Soll mich nicht stören, ne? Also lieber auf Nummer sicher gehen. Ich hab mich allerdings weniger Schaden. Die Protodrachen gleich werden uns gleich schon genug nerven. Ich bin außer Reichweite. Hallo? Würdest du mal bitte hier bleiben? Der hat dich eiskalt ignoriert. Ja, finde ich nicht nett. Ich mag Leute nicht, die mich ignorieren. Okay, eigentlich sind mir Leute, die mich ignorieren, eigentlich auch ziemlich egal. Weil ich sie ebenso ignoriere, aber trotzdem. Als Tank darf ich das nicht. Als Tank habe ich einfach ein Aufmerksamkeitsdefizit, egal wie viele Leute ich schon, ne, aggrot habe. Ja, und egal wie tot du schon bist. Ne? Und egal wie tot ich schon bist, die müssen immer noch die volle Aufmerksamkeit auf mich haben. Sonst ist schlecht. Ami, ist es gang und gäbe, dass du nur ein Totem draußen hast? Ja, ich war zu faul für den Rest. Das erklärt einiges. Ja, eigentlich sind es zwei. Das zweite steht aber da hinten irgendwo.
Ja, wenn du meinen Mana-Balken beachtest, weißt du, warum ich wenig gesetzt habe. Ja. Was ist denn da immer mit der Mana los? Es ist weg. Ach so. Ich dachte, es ist woanders. Das Rausprügeln vom Mana aus den Gegnern, das klappt noch nicht so 100%. Guck dir das an, ich stehe so weit weg. Das merkt dafür das. Hab ich dir, ich bringe ihn aber gerade so. Du bist aber schön. Wirklich sehr nett von dir, muss ich ja doch sagen. So bin ich. Da pariert mich einfach der Gegner, ich glaube, es hackt. Aber noch sieht's gut aus, noch ist keiner gestorben. Das kommt gleich. Ja. Leider. Wer wird schuld sein? Im Zweifelsfall immer der Heiler. Der hat's angekündigt, er wusste es schon vorher, also ist er schuld. Ja, ja. Er hätte in die Zukunft geguckt, ja? Genau. Da haben wir doch jetzt besseres Gear, wir haben ein Level mehr, fast zwei. Also eventuell habe ich tatsächlich noch ein Level ab, bevor wir den Boss erreichen. Glücksspiels. Man könnte bei mir knapp sein. Ach, du zählst, ich setze dich erstmal auf den Hintern, bevor du weitermachst. Du bist schon Level 75, ja? Ja, das wäre schön. Okay, 72. Aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. Er hat mich weggeschubst. Er schubst zurück. Mach ich. Ich stell dich an die Wand. Ich stehe an der Wand. Ich meine Ami. Achso. Ja, ich stehe auf der anderen Seite. Da ist keine Wand. Der ist vom anderen Ufer. Na, wenn du das sagst. Ja, wenn er sagt, er steht auf der anderen Seite. Wir gucken mal schon wieder. Ich gehe jetzt auch mal an die Wand. Ja, genau. Krieg den Feueratem in die Fresse. Ist eine gute Idee. Kommt immer gut. Ich muss ja nicht heilen. Mach dem Heiler Arbeit. Der langweilt sich. Ich habe gerade zu hören gekriegt, von wegen, ich habe noch so viel Mana, ich heile nicht gut. Ja. Ist auch richtig. Ich kann haushalten damit. Was? Das kann ich nicht glauben. Ich habe da auch gerade was verstanden, was ich als Fremdwort betitle. Du hast keinen Haushalt. Ich habe einen Haushalt. Warum habe ich nichts zu trinken in der Tasche? Ich habe halt kein Haus. Du hast nichts zu trinken in der Tasche, weil du nichts eingesteckt hast und weil du es wahrscheinlich sonst offen gelassen hättest und deine ganze Tasche vollgesaut hättest. Ach so. Das erklärt genau. Einiges. Ja, aber ja. Ich müsste eigentlich was haben. Ich sehe es nur nicht. Lass dich nicht in die anderen Gegner schubsen, ne? Ich lasse es sterben. Das wird nicht helfen, wenn ich dann hier auch rumhänge. Und ja, da hat er sie. Ich hab sie. Super. Verdammt. Warum? Warum? Warum musst du das immer wieder tun? Ich habe dir nichts getan. Ah, ist ein bisschen Herausforderung. Bisschen? Du musst das ja nicht tanken. Du musst nur so tun, als würdest du Schaden machen und machst genau. Nichts dabei. Komm. Ich entlaste mal den Heiler. Also. Die schubsen so viel, ich komme gar nicht zum Draufhauen. Ja, und der Heiler kommt nicht zum Heilen. Ja, im Moment braucht er nur dich heilen, weil meine Geistwölfe mich heilen. Tot. Ja, super. Ich bin tot. Schön. Du bist tot, das ist schlecht. Ach, sag doch sowas nicht. Ja, toll, super. BR benutzt und tot. Ja, sorry, okay. So schnell kriege ich keine Aggro. Außer auf manch Personen hier manchmal. Ich fand's lustig. Einmal mit Profi. Er kriegt's auch noch gesagt vom Chef. Nein, ignore.
Spurisch. Wie soll das später ein Raids werden? Ich warte dann mal auf euch. Ach, da ist mein Trinken. Das ist nicht allzu viel. Mann, Mann, Mann hier. Und dafür habe ich Stärkefläschchen rausgeschmissen, ja? Finde ich nicht gut. Ist doch egal. Das hält doch über tot. Nee, das war kein war kein Fläschchen. So ein Fläschchen, sondern nur ein Kampfelixier. Ah. Apropos Fläschchen. Was haben wir denn noch? Stärke, Rolle? Nö. Ausdauerrolle? Ja. Fürs Erste. Hast du die Intelligenzrolle vielleicht für den Amiga Link? Nee, wird da nicht helfen. Hatte ich drauf, die ist jetzt weg. Ja, okay, dann gebe ich Mammut recht. Hat nicht geholfen. Ich kann ihm eine Intelligenzrolle noch geben. Eine Pass-auf-Rolle. Das ist auch gut. Nein. Ihr wird Opa ihm nicht helfen. Warum habe ich eigentlich keine Fläschchen und so? Amiga Link, wo bist du? Ich sitze da, wo wir alle gestorben sind. Ich wollte dich intelligent machen. Kann ich jetzt knicken? Ja, wenn ich zu euch rüberkomme, pulle ich den da wahrscheinlich. Kuckuck. Kuckuck. Er hat dich gesehen. So, du bist intelligent. Du bist intelligent. Also zumindest theoretisch. Praktisch, nö. Schauen wir mal. Gucken wir mal, was draus wird. So, lass mich mal hier in die Säule. So. Wenn es jetzt schon so ausartet, dann wird man schon ganz schwarz beim Boss. Komm, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Amiga liegt Baumeister. Was denn? Diesmal hat er nichts gemacht. Eben. Dieses Mal. Ja, wie er es macht, macht das falsch. Hallo, würdest du bitte Akku von mir haben, danke? Hallo, würdest du bitte Akku von mir haben, danke? Von wem hat er denn? Vom Heiler? Er ist sich nicht sicher. Ach so. Na super, rat mal, wer oder was die andere Gruppe gepult hat. Nee, richtig, deine Wölfe. Meine Wölfe? Deine Wölfe. Alter. Sache, Intelligenz hat bei dir nichts geholfen. Das meine ich nicht mal nicht. Böse. Ich weiß nicht. Ja, deine Wölfe. Scheiße, jetzt muss ich auch laufen. Oh, sowas aber auch. Der ist Counter auf 2 gerutscht. Jetzt seid euch beiden. Bist du selber zweimal gestorben. Weil sie zurückgestoßen wurden und dann halt in die Gruppe der anderen Dippen. Also quasi so wie ich vorher. Ja, deine Wölfe haben wirklich gezeigt, wem sie gehören. Ach, ich weiß, warum er das macht. Er will nur, dass wir die Instanz auswendig können. Im Schlaf mit verbundenen Augen laufen. Ich war hier früher so oft drin. Erzähl ihm das bitte. Ich kenne sie auch. Amiga Link, ich war hier früher so oft drin. Ich kann sie auswendig. Gott. Ich war auch ziemlich oft drin, aber ich weiß es trotzdem kaum noch. Oh, schlimm genug. Ist halt lange her. Deswegen machst du so viel Unfug. Da war das noch aktuell, als ich hier viel drin war. Hier ist es aktuell auf diesem Server. Ja, hier. Zwölf Flaschen habe ich noch. Ich werfe jetzt keine rein. Also für so ein Trash-Ding jetzt mal jetzt keine extra rein. Also ich könnte Zorn-Elixier und Zaubermacht-Elixier könnte ich herstellen. Das
So, an jeder ist bereit? Nein! Ist mir egal. Die sterben. Am besten machst du den ohne Amiga-Link kaputt. Ja, ich bin schon dabei. Komme! Oh nein! Oh nein. Ich lass die Wölfe drin. So genau wollte ich es auch nicht wissen. Nicht. Danke für die Info, Kopfkino. Ich sehe nur Füße. Ne? Immerhin siehst du die Füße. Anscheinend hast du einen Fußfetisch oder sowas. Nee, eben nicht. So. Oh. Ist er down? Der nächste Tod wartet. Ah, oh, wie cool hat mir auf Kika. Der Werfer. Hab ihn. Nö, der klebt an mir. Okay, ich hatte ihn. Ich hab ihn wieder. Zumindest theoretisch. Praktisch sehe ich derzeit mehr als eine Wand. Ja, scheint aber so zu sein, als hättest du. Außer dein Totem, ja, es dreht sich und macht Schade auf ihn, dann ist natürlich wieder schlecht. Kommt schon, die müssen umfallen. Wie die fliegen. Oder wie ich, wenn ich wieder irgendwo runterfalle. Oh, nee. Oh, oh, was macht der Heiler denn da? Oh, nee. Hat der Heiler gepennt oder was? Nee. Autsch. Letztes Mal sind wir weitergekommen. Ja, wir sind auf dem Weg auch so oft gestorben, doch. Ja? Ich glaube. Okay. Mensch, Heiler, also wirklich. Nee, finde ich nicht gut. Du. Rüstung nee. 76%, hey. Das hat mit du nichts zu tun. Doch, du hat versagt. Du kannst gleich heilen. Du kannst, ach nee, kannst du auch nicht, du hast ja kein Dual-Zweck. Ich habe weder die Skillung noch das Equipment. Das sagen sie ich alle. Ich habe auch nicht reguläres Heil-Equip. Aber du hast wenigstens Zaubermacht-Equip. Ja, wäre schlimm, wenn ich als Baum laufen oder als Eule laufen würde und Tankte oder so rumlaufen würde. Ja, siehst du? Na gut, es gibt schon welche, die sind ein bisschen ohne den Birnen, die machen das schon. Nein, haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Nö, der Schamanenheiler im Verstärkerklamotten, ne? Den wir ja. Davor, keine Ahnung, wie viele Folgen hatten. Oder ein Dudu, der nicht retzen kann, weil er sich gelernt hat oder einfach keinen Bock hat dazu. Ja, ist klar. Völlig normal. Völlig. So, haben wir denn wenigstens einen Tod gekriegt? Nein, natürlich nicht. Hier liegen auf jeden Fall schon diverse Skelette rum. 10 Sekunden. Nimm mal ein Stück. Jetzt wird markiert. Schnauze voll hier. Der ist wenigstens halbtot. Den können wir schaffen mit diesen zwei. Oh Gott, das ist so schlecht. Können wir dann? Ja, yeah, ich bin ready. Okay. Ja, mal drauf. Mach doch mal Damage! Du mordert Damage! Ich flieg ja mehr, als dass ich draufhauen kann. Ja, das merke ich. So, jetzt auf den fetten Drachen hier. Hab ich schon.
Nebenbei noch Haustier rausholen, so. Ach so, Haustier. Oh, Haustier. Kein Wunder, dass wir natürlich verreckt sind, ne? Ah. Also. Wo ist es denn da? Ohne Haustier läuft hier nichts. Und siehe da, kaum hast du das Haustier raus und schon fällt der Drache um. Schon liegt er im Dreck, genau. Lag alles am Haustier. Das siehst du, und der Rest der Truppe hier fällt doch auch um. Was wollt ihr eigentlich? Außer dem Hauarm. Komm, fall um. Gehörst du zur Mauerarm-Fraktion oder eher zur Mamba-Fraktion? Wenn du so fragst, gute Frage. Ich setze mich mal kurz wegen Mana. Keine Ahnung. Oder? Eigentlich egal. Na dann. Charge! Ach nee. Aber Mamba wird, glaube ich, nicht so hart, wenn es älter ist, ne? Ich weiß es nicht. Ich schnack doch nicht so viel, setze ich doch mal auf den Arsch wegen Mana. Bin am Sparen, ich habe nur noch 8 Fläschchen. Jetzt sind es nur noch 7. Ich habe noch eine herbe Robbenmilch. Ich kann dir noch 10 Robbenmilch geben. Eine Intelligenzrolle habe ich auch nicht mehr für dich. Die hast du vorhin verschwendet. Lohnt sich dann überhaupt für den? Nein, nehmen wir nicht. Nehmen wir gut. Und denk an die Bomben. Bomben. Ja, nicht Bombenwetter? Nein, kein Bombenwetter. Nee, wir auch nicht hier. Also, ich habe keine Ahnung, weil ich gar nicht rausgucke. Aber, naja, so theoretisch. Theoretisch, nö. Hallo, geht's noch? Der wollte weg. Ja, aber richtig. Das kann ich ja nicht zulassen, dass der hier weggeht. Ah, der hat mich desorientiert. Das bist du auch so. Ja. Also das war von ihm ein sinnfrei rausgehauter Zauber. Mana-Verschwendung vom Feinsten. Ja, das musst du machen. Nein, alleine attacken, nach vorne rennen, zwischen die beiden stehen, damit du von dem, den du attackt hast, als ins Kreuz kommst. Ich hatte doch gar kein Akku von dem. Nee, das habe ich aber gemerkt am Balken. Nee, er stand in der Bombe drin noch, die der Stratege da noch hingelegt hatte. Die habe ich nicht gesehen, aber Akku hatte ich nicht. Vor allem, das mit dem muss man Fokus nehmen. Arbeite mal mit Fokus, du weißt auch, wie du attacken musst. Nein, das ist doch... Was für Anfänger? Wer macht denn sowas? Das machen wir auf HC vielleicht, eventuell, wenn es hart wird. So, jetzt kommen hier noch die letzten paar Frühkohl vom Boss. Wieder sterben. Exactly. Ich will Mana saufen. Ja, was ja sowieso unrealistisch ist. Da ja auf dem Re-Server die beiden Gruppen getrennt kommen. So. Take off. Na dann mal los. Ran an den Speck. Speck. Speck ist gut. Speck kann man essen. Ja, so. Jetzt habe ich sie wieder. Autsch. Was war das? Ja. Ich war einmal kurz desorientiert, da hatten sie Akro dort, wo sie gerade lustig waren. Und danach, keine Ahnung. Number 4.
Ich habe jetzt mein Leben nicht im Blick gehabt, aber das ging auf einmal erstaunlich schnell. Ja. Ich achte jetzt mal direkt auf, wen du haust. Er haut schon auf den richtigen. Ja, ja, ich habe schon auf den richtigen gehauen. Problem war einmal, dass ich Akku verloren habe, weil ich desorientiert war. Und alle anderen Mobs halt plötzlich Akku reset hatten. Das kann natürlich sein, wenn die alle drei auf einmal auf mich gehauen haben, dass ich dann weg bin. Das ist, da komme ich ja nicht hinterher mit heilen. Weil ja, eben. Das heilst du nicht. Da kannst weg. Du nichts gegen machen. Eine Strategie muss halt, finde ich, zuerst dauern, weil die Bomben sind halt schon heftig vom Schaden her. Aber wir kriegen das schon noch irgendwie gebacken. Ja, eventuell, möglicherweise. Du hast einen großen Überziehungskredit. Ja. Die Gildenbank zahlt. Ja, richtig. Nachdem ihr eingezahlt habt. Ich zahle nicht ein, hab kein Geld mehr. Mein Portemonnaie ist leer. Ich hab gehört, für jeden Vibe hier 100 Gold pro Kopf. Was? Ich bin weg. Tschö. Ich finde, das sollten wir einführen. Dann wird das nämlich ziemlich lukrativ für die Gildenbank. Glaube ich nicht. Wenn du es pro Kopf von du bezahlst? Nein, jeder zahlt 100. Ach so. Ich dachte, wir kriegen von dir pro Kopf. Ach, ein Scheiß kriegst du. Ein Arschtritt weniger kriegst du vielleicht. Irgendwann mal. Das steht nicht bei Vertrag drin. Da steht gar nichts drin. Zumindest nichts, was zu deinen Gunsten wäre. Jetzt will man schon Kaffee trinken, im Gott. Ja. Habe ich alle? Ja, ich hab's alle. Nein, du hast nicht mehr alle. Stimmt, der fehlt noch. Ja. So. Alle bereit? So breit wie man sein kann. So, hier habt ihr auch noch einen Ausdauerbuff. Charge! Super, ich habe einen im Arsch. Ich wollte gerade sagen, nicht wahr. Weggeläuft. Noch alles okay. Ja. Die Welt ist in Ordnung. Irgendwie. Hallo? Boah, irgendwas haut da ganz böse rein. Oh ja, toll. Super, tschüss. Ich muss weg. Oh. Sah aber gut aus. Number 5. Also beim letzten Mal haben wir wenigstens die nach und nach alle tot gekriegt. Diesmal irgendwie gar keinen. Die machen aber auch einen Hammer Schaden da. Dann lass mal zuerst jetzt auf einen der Runenmagier gehen. Weil die halten weniger aus. Die haben weniger Rüstung. Lass uns mit 72 reingehen. Nein, das schafft das. Ja, wie viel fehlt dir denn noch bis zum Level Up? 6%. Ja, PP, ne? Mir fehlen hier, was sind das? Vielleicht 6000 Erfahrungspunkte? Theoretisch 3 Gegner oder sowas? Ja, mach doch 3 Gegner mal platt. Ja, später. Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind noch schlechter geworden, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Mir fehlen 500.000 Erfahrungspunkte. Das ist ein bisschen mehr. Ein bisschen. Das sind ein paar 6 Gegner mehr. Aber wir können das schaffen. Ich glaube an mich. Aber nicht an euch. Aber an mich! Einer muss das ja machen. Würde ja reichen, wenn du durchkommst. Ja. Nur laufen müsst ihr dann immer noch selber, weil ich nicht retzen kann. Ja, das macht ja nichts. Laufen kann ich. Das hast du gelernt, ne? Mhm.
So, nehmen wir mal den Kollegen als erstes. Und dann mal gucken. Tesla so. Ist also mit Totenkopf durch. Ja, irgendwer wird schon umfallen. Freiwillig. Weil er keinen Bock mehr hat. Hoffe ich. Jetzt hat er wieder einen anderen. Naja, ich hab ihn gespottet. Ich hab das wohl gesehen. Jetzt hat er wieder dich. Was? Ja, was hat dich denn da umgehauen? Das ist einer weniger. Ich auch schon sagte, das macht irgendwas einen Hammerschaden. Aber ist einer weniger. Ich habe nämlich im gleichen Moment, wie er jetzt umgekippt ist, habe ich auch einen Hammerschaden reingekriegt. Aber ist nur noch einer. Also, einer weniger. Wir haben nur noch drei. Das können wir schaffen. Irgendwann. Hoffe ich. Laufwege später. Hey, wir sind beim ersten Boss! Ja! Jetzt waren wir auch über 2 Stunden. Inklusive ersten Boss. Naja. Ernsthaft, so lang? Nein, nicht ganz. Anderthalb waren's. Ja, waren gefühlte 5 Stunden. Ja. Ich hab 4 Stunden bei einem Boss rumgehangen. In einem anderen Spiel. In einem anderen Spiel, ja. Da war's alleine auch noch. Da war ich auch noch alleine. Gut. Wenn ich war, da wär's auch noch mit uns beiden. Um Gottes Willen. Da hätten wir nicht mal den Boss erreicht. Aber nun gut. Kriegen das hin. Du musst ja immer hier wieder so sagen, ja, wir kriegen irgendwann. Das hin. Irgendwann. Stimmt. Eventuell. Haustier raus. Ach, Haustier, stimmt. Ohne Haustier wird das erst recht nichts. Richtig. Vielleicht mal in die Leiste ziehen, ne? Und dann dein Schild anmachen über dem Kopf. Alle auf sich. Ich hab kein Schild. Was kein Schild? Hast du ein Drehungsschild? Ja. Ich hab keins für auf dem Kopf. Das ist schon standardmäßig implementiert. Kann euch die Ausdauer geben. Was nützt mir die Ausdauer, wenn du davon verreckst? Ja, du hast mehr Leben, theoretisch. Ja. So. Dann gehen wir jetzt auf den anderen Runenmagier, weil der fällt auch so schön schnell um. Okay, Tod 6 haben wir schon. Schön, dass du Strichliste führst. Ja. Ich hab schon gesagt, haben wir jetzt den Boss gepult oder was? Ich wollte auch gerade sagen, ist jetzt kaputt. Nee, der steht noch brav da. Zum Glück. Wohl Wunder wird mich das auch nicht. Hast du eine Geisterwürfel draußen? Nein, soll ich das tun? Ja. Nein! Zu spät. Ja, das merke ich. Aber hey, diesmal können wir schaffen. Wir können schaffen. Dann haben wir keine Geisterwürfel mehr für den toll. Kampf. Das ist blöd. Ach, die sind in 3 Minuten wieder da. Das könnte ich. Ich wollte nicht 3 Minuten lang warten. Ungeschickter war der Kampfrausch. Der braucht nämlich 5 Minuten. Ja. Ja, ich muss mich so sitzen, weil ich habe vielleicht keine Mana mehr. Hey, tot alles? Ja. Wahnsinn. Ich habe dann doch den Totenkopf richtig gesetzt, ne? Mal was richtig gemacht. Hey. Gibt's dafür ein Achievement? Mal was richtig gemacht? Müssen wir mal einführen. So, jetzt erst Trank. Trank ist drin, Rolle ist drin, Buff ist drin. Fressen ist drin.
kommt jetzt. Fressen kann ich noch mit Stärke und Ausdauer. Mir fehlen 81 Erfahrungspunkte für ein Level-Up. Wollt ihr mich verarschen? Töte den König der Orden. Ist so gut. So, können wir, ja? Ja, ich bin ready. Ich will Kaffee schlürfen, aber mach mal. Denk dran an das Eisgrab. Ich bin drin. Das ist nicht so schlimm. Hey, ich habe ein Level. Hey. Wie hast du das gemacht? Wahrscheinlich hier durch einen der Skelette. Wahrscheinlich geben die noch Erfahrungspunkte. Bin drin. Jo. Na. Ja, mach mal Damage drauf. Und ich bin fast tot. Schon wieder drin? Alter! Da bist du schnell rausgekommen. Jo, war ich jetzt auch baff. Konzentriert. Jo. Eis. Zum Glück machen die Skelette jetzt einzeln nicht so viel Schaden. Boss geht hier noch Enrage, wenn der Schaden weiterhin zu niedrig bleibt. Eis. Ja, ich hätte gerne jetzt ein Eis. Nee, nee. Dafür ist nicht warm genug. Eis. Die reindrücke, ist gleich wieder raus. Noch geht's mir gut. Bin gleich oben. Eis. Na, tot. Ah. Ich habe keine Mana zum Retzen. Scheiße, tot. Wie weit ist er denn? Ich brauche nicht mal. Aber eigentlich schon gut. Eigentlich schon sehr gut. Scheiße ist ja, dass du nur noch einen Trank saufen darfst während des Kampfes. Ja, die Änderung hat mich damals auch tierisch angekotzt. Dann hättest du wahrscheinlich nachvollziehen. Ja, ja, klar, die ist nachvollziehbar. Ja, du kommst zu schnell, ist der Heiler ja insofern. Aber es wäre schon cool, wenn es da einen Unterschied zwischen den Tränken geben würde. Mhm. Einmal Heilung, einmal Mana darfst oder so. Das wäre schon gut. So. Ich hatte zwar teilweise halt jetzt auch besseres Gear, das ich theoretisch tragen könnte. Allerdings kriegt das jetzt nicht wirklich zum Tank halt dabei. Das ist halt wiederum schlicht.
Weil entweder es fügt halt Stärke und Crit und sowas hinzu und verzichtet dann halt auf Ausdauer oder ähnliches. Aber wir kriegen das schon noch hin. Wir sind so weit gekommen, den Rest kriegen wir auch noch hin. Was für ein Buff-Food hast du? 40 Stärke, 40 Ausdauer. Okay. Also ist schon ordentlich. Ich kann den Megalink gleich nochmal mit Beweglichkeit buffen. Inter von mir ist gekriegt. Achso, du hast schon eine Rolle gemacht, ja? Eine Rolle. Ja. Wird wahrscheinlich sowieso gleich wieder verschwinden. Aber wir haben ja jetzt auch in diesem Kampf tatsächlich auch die Möglichkeit für Kampfrausch. Jo. Die hatten wir eben nicht. Wölfe müssten wir wieder haben. Hattest du eben zum Ende nochmal. Jo. Ach, der liegt jetzt. Sag ich so, mein Jugendlichen leicht sind. Hab ich jetzt mein Essen abgebrochen tatsächlich, verdammt. Okay. Der hat so viele Löcher im Kopf, ne? Aber der kriegt es nicht hin, Schaden zu machen. Von wem redest du denn jetzt? Von dir. Ich bin da beim Schaden ganz oben. Drei Löcher hat er im Kopf. Drei? Wie kommst du auf drei? Ich sehe drei Socke. Löcher im Kopf. Du hast drei Socke auf deinem Helm. So, das wollte ich gar nicht. Hat Steine drin, aber... Ach so, ja, ach Gott. Ja, meinst auch, die Löcher sind zu, merkt man nicht. Ne? Das ist ein Level 65. Schlimm genug, dass du sowas trägst, freiwillig. Ja. So können wir, ja. Hast du es gefunden? Nö. Können wir? Von den Grundstats her schon, aber dadurch, dass hier ja... Ja, von mir aus können wir. Dadurch, dass hier ja Steinchen drin sind, gab es dann doch nichts Besseres. Ich stelle mich wieder auch dicht. Post. Na komm raus, ja. Zerpufft. Immer wenn ich gerade CD auf dem Schock habe. Ey. So, mach mal KR. Nice. Weißt du, wo ist der Boss denn hier getummelt? Da. Wieder. Steht sie dich dran? Eis. Bin auch im Eis. Ach, was Stress hier. Oh ja. Ich bin es. Oh nein, jetzt hab ich dich angeregt. Oh, so war nett. Oh Scheiße. Mana sind niedrig, kipp. Kann nichts mehr machen, hab alles gesoffen. Frost. Tot. Oh, das wär's gewesen. Ah.
Ja, das kommt, ich arbeite über den Hebert und ich habe ihn noch im Target gehabt. Na, Hebert ist halt schon immer scheiße gewesen. Und ich muss rappen. Ja, guck mal, ich stehe immer noch. Ja, jetzt bin ich tot. Rüstung auf 50%. Hm? Ich muss rappen. Am besten, wir machen jetzt eine kleine Rap-Runde. Bevor der nächste dann gleich hier Rippen braucht und sowas. Aber der war schon wieder noch einen Tick weiter runter. Ja. Ja, das hätte geklappt, hätte ich dich nicht angeregt. Ja, jetzt sagen wir so, wir wären weitergekommen. Der wäre tot gewesen. Einmal falsch angeregt ist halt schon fatal. Jo. Das hast du schon mal ein, zweimal gemacht. In der Vergangenheit, wenn ich mich nicht irre. Ja. Immer dasselbe mit dem. Ja, das ist, wenn ich den Kasper da ins Target vorher nehme. Wie Kasper. Er fliegt. Klar fliegt er. Wenn irgendwer fliegt, dann er. Und das nicht unbedingt vom Server. Nope. Die ganze Zeit überlegen, was ich noch machen könnte. Ich hau doch alles rein, was ich habe. Hier ist irgendwo ein Ali, warum auch immer mir Carbonite das anzeigt. Weil hier ein Ali-Dorf ist? Nee, ein Ali-Spieler zeigt er. Ja, vielleicht ist hier auch ein Ali-Spieler, weil er hier questet. Ja, gut. Aber warum zeigt Carbonite mir das an? Das habe ich nämlich eigentlich abgeschaltet. Weil 42. Du hast schlimm genug, dass mir angezeigt wird, dass im Ali-Gasthaus ein Topf ist für Halloween. Ja, der wird mir auch angezeigt. Aber naja, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Guten Schuh. Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine Aufnahmepause, bevor wir dann hier irgendwie wieder nach Burg Upgrade hier zurückkehren. Wir machen da auf jeden Fall weiter, aber halt erst in der nächsten Folge. Und gehen in der Zeit eben schnell rappen und kehren dann hierhin zurück. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.